Jo, moin moin Freunde der römischen Tanzkunst und mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute mal wieder ein altes Bundeswehr-Ehepaar. Ich habe diesmal echt keine Ahnung, aus welchem Jahrgang das sein könnte. Ja, die Fachkräfte unter euch werden es wahrscheinlich wissen, weil man es vermutlich an der Versorgungsnummer erkennen kann. Aber ich, keine Ahnung. Sehr guter Haltungszustand für optisch von außen, muss ich sagen. Ich gehe auch davon aus, dass es noch vollständig ist. Das werden wir nachher sehen. Auf alle Fälle freue ich mich, weil ich werde die Box auch wieder verwenden für dann die nächste eigene EBA. Da schaut gerne mal rein, weil ich werde nämlich versuchen, eine bis 10 Euro zusammenzustellen. Ja, da würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Ja, scheint auch noch Alken. Ist der Originalkleber? Oh, hier unten ist ein bisschen was dran, sehe ich gerade. Das scheint auch Kleber zu sein. Ja, es klebt. Ah, könnte auch was ausgelaufen sein. Naja, schauen wir mal. So. Boah, klebt ganz schön. So, okay, gucken wir mal. Wir haben hier wie immer Kaffee und Teeextrakt, Kaffeeweiße. Okay, Kaffeeextrakt. So, es ist auch gerade Mittagszeit, also ich werde mir dann auf alle Fälle, bin ich froh, dass, dass ich was zu essen jetzt habe. Ich hoffe, es ist auch noch essbar. So, Streichholzbrief, okay, der hat sich farblich auch verändert, weil der ist eigentlich mal silbern gewesen. Das habe ich schon festgestellt in den anderen. So, Wasseraufbereitungstabletten haben wir drin. Teeextrakt, der war ziemlich extrem. So, Früherfrischungstuch, okay. So, dann haben wir, nee, das kriegt man noch nicht raus. Dann haben wir hier Zucker, Zucker. Ah, hier ist irgendwie Feuchtigkeit reingekommen. Da ist ja ein bisschen fest geworden. Zucker, 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 Zucker. Nee, hier haben wir Salz. Ah, okay, also ein bisschen Feuchtigkeit scheint reingekommen zu sein. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt müsste man ja eigentlich hier sehen, welches 89. Oh, das Wendejahr. Mhm. Hier hatten wir auf alle Fälle noch die vierstelligen Postleitzahlen. Die sind, ich glaube, 93, 94 dann in fünfstellig umgewandelt worden, aufgrund dann der Zusammenlegung. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Was haben wir hier noch? Getränkepulver, Orange. Getränkepulver, Grapefruit. Okay, die kennen wir, glaube ich, noch nicht. So, ja, die typischen Hartkekse. Scheint auch noch luftig zu sein. Die waren das letzte Mal auf alle Fälle noch essbar. Und hier haben wir nochmal Hardcakes. Ach, steht es auch nochmal drauf. Hergestellt 89. Aha, interessant. So, legen wir mal beiseite. Dann haben wir hier Aprikosenkonfitüre und. Schwartau. Mensch, hier gab es gar schon ein Morgenprodukt. Könnt ihr das erkennen? Ja, jetzt. Erdbeeren. Da bin ich gespannt, ob man die noch essen kann. So, Hauptgerichte. Schweinefleisch mit grünen Bohnen und Kartoffeln. So, auch hier. Nee, hier ist Herstellungsdatum. 88, okay, also das ist hier ein bisschen sozusagen gemischt und hier haben wir Bauerntopf, Herstellung 89. Also wird das Paket wahrscheinlich Anfang 89 zusammengestellt worden sein, wo sie wahrscheinlich noch Bestände hatten. Das wird zumindest eine sinnvolle Erklärung hierfür sein. So, Bierwurst, das klingt lecker, besser als Schmalzfleisch. Schmalzfleisch ist nicht so meins. So, was haben wir hier? Schmalzfleisch. Okay, ja. So, Kaugummis, ja, die klebten in dem Klebischen, also die werde ich heute nicht probieren. Aber hier steht auch sogar, es verschwimmt leider an der Kamera, das Herstellungsdatum drauf, 1989. Oh, die Kamera will heute nicht. Also das probiere ich definitiv nicht mehr. Und auch die Schokolade, interessante Verpackung von Hauten. Okay, die machen wir zwar mal auf, aber die ist auch schon total durchsifft. Also das... Warum müssen wir jetzt nicht unbedingt probieren? Eine Tüte haben wir wieder drin, die auch schon ordentlich Staub angesetzt hat. Nur noch eine drin, die ist sauberer. Und ja, typisches, ich sag mal, wieder Toilettenpapier. So, wir haben das Inhaltsverzeichnis noch drin. Okay, gut. Legen wir das mal beiseite. Ja, somit kann ich natürlich die Verpackung wahrscheinlich doch nicht verwenden, wenn das hier klebt. Aber gucken wir mal. So, das brauchen wir alles nicht. Ja, legen wir das mal ein bisschen beiseite hier. So, ich würde mal die Sachen mir anschauen, die wir wahrscheinlich nicht verköstigen heute, aus dem einfachen Hintergrund, weil die werden wahrscheinlich nicht mehr essbar sein. Hier haben wir die Schokolade, 50 Gramm. Künstliches Aroma, Lecithin. Ob sowas notwendig ist in der Schokolade? Naja, in Aachen hergestellt. Nee, die esse ich definitiv nicht mehr, das sieht echt ekelhaft aus.
zumal ja Verpackung in Schoggi 1 geworden ist. Nee, Leute, lasst mal. Das lassen wir. Die Kaugummis probiere ich definitiv auch nicht. Die kleben ringsherum. Dandy, wo ich die hätte gerne mal probiert, weil die hatten wir schon mal drin und da waren die auch schon so verkleistert. Vielleicht liegt es auch an den Kaugummis. Also wenn ich die jetzt hier anfasse, die sind irgendwie in der Ancient Bubble drin. Ich kann die jetzt schon zusammendrücken, wie wo es draußen Minusgrade sind. Also ich glaube, das ist einfach die Konsistenz der Kaugummis und vielleicht war das in dem letzten Paket auch das, was ja, den Schaden sozusagen gemacht hat. Gut, probieren wir mal wieder die Kekse. Ich gehe mal davon aus, das wird wahrscheinlich auf alle Fälle das sein, was genießbar ist. Denn die halten sich echt ewig. Wenn jetzt nie irgendwo ein kleines Löchel ist, wo Luft reinkommt, werden wir gleich hören. Nee, war vakuumiert. Ich hoffe, man hat es zwischengehört auf der Kamera. So, machen wir das Ganze mal auf. Ach, seht ihr, jetzt kommen sogar die Sonnentrasen raus. So, okay, ja, ganz normalen Hartkekse, wie man sie kennt. Was ich auch in anderen Videos schon verkostet habe. Sind im Prinzip zwei Reihen drinnen. Die alten Hartkekse fand ich immer sehr, sehr lecker, weil die sind so ein bisschen die Mischung zwischen den neuen salzigen und süßen Keksen, die es bei der Bundeswehr gibt. Haben eigentlich genau die richtige Konsistenz. Geruchlich riechen die echt extrem nach Tapetenkleister. Na gut, die sind halt eben auch schon ja, über 30 Jahre alt. So, probieren wir es mal. Aber gut aussehen tun sie auf alle Fälle noch. Mhm. Einwandfrei. Richtig lecker. Kann man essen ohne irgendwo. Ja. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die von 89 sind, würde ich sagen, okay, die sind vielleicht 2 Jahre alt. Mhm. Also einwandfrei. War gut, oh Gott, ihr wisst, was meine vakuumiert. So, machen wir mal die Marmeladen auf. Aprikosenkonfitüre extra. So, hergestellt 89. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich nicht mehr essbar sein. Aber im Endeffekt ist es ja Zucker. Ja, es ist auf alle Fälle. Probe auf Exempel. Bombenfest. Keine Ahnung, ob ich das jetzt positiv oder negativ sehen soll. Probieren wir wahrscheinlich gleich mal am besten mit dem Löffel. Och, das ist richtig festes Gelee jetzt. Bäh. Ob das so sein soll, keine Ahnung. So sieht's aus. Riecht irgendwie nach nichts. Probieren wir mal. Kann man durchaus noch essen. Ziemlich süß. Ich denke mal, es hat auch ein bisschen seinen Fruchtgeschmack verloren über die Jahre, aber ist noch essbar. Also nee, Leute, das kannst du wirklich noch essen. Also einwandfrei. Ich muss dazu sagen, ich habe ja schon mal 2 Pakete aufgemacht, die verlinke ich euch dann unten auch wieder mit, aus den 90er Jahren, die waren glaube ich von 93, 94. Da war ja auch noch vieles essbar, selbst der Schmelzkäse, was ich nicht gedacht hatte, hier haben wir diesmal keinen dabei. Und deswegen bin ich natürlich schon auch ein bisschen positiv voreingenommen und ja, na probieren wir mal. Hier hat sich ein bisschen was abgesetzt, das ist ein bisschen flüssiger. Das war jetzt die Erdbeere von Schwartau. Riecht auch noch nichts mehr. Also ich denke mal, Geruch und Geschmack wird wahrscheinlich über die Jahre dann noch verloren gehen. Probieren wir mal. Ja doch, hier schmeckst du noch ein Stückchen Erdbeere durch. Interessant. Kann man auch noch essen. Es hat sich ein bisschen abgesetzt, das könnte man dann abgießen. Ist vielleicht nicht ganz so lecker, aber ansonsten, nee, es ist definitiv noch essbar. Also wegschmeißen müsste man das jetzt nicht. Das werde ich definitiv aufessen in den nächsten Tagen. Kann man noch essen. So, jetzt probieren wir gleich mal das Erfrischungstuch, weil mir kleben nämlich die Hände jetzt von diesem ganzen Zucker aus den Marmeladen. Eine Aufrisskante. Nee. Nee, dann müssen wir das Messer nehmen. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil die sind ja meistens getränkt, ob das noch so ist, ob das auch irgendwie verdampft. Naja, nö, ist es sogar noch feucht. Sieht auch hier, müsste so glitzern sehen in der Kamera. Also ist noch, ja, ja, jetzt sieht man es eindeutig, noch vollkommen getränkt. Riecht, oh, sehr stark, nani-alkoholisch, so medizinisch-alkoholisch. Also das ist definitiv desinfizierend. Also wenn jetzt irgendwelche Keime von 30 Jahren hier drin waren, die sind jetzt definitiv tot. Ja.
kann man alle für alle Fälle essen. So, gucken wir jetzt mal uns mal noch die zwei Sachen an. Schmalzfleisch, wie gesagt, ist überhaupt gar nicht so meins. Ist halt ziemlich fettig. Kann man aber super toll nehmen, auch um Kartoffeln, Gemüse, irgendwas anzubraten, wenn man irgendwo draußen Auto unterwegs ist oder eben im Feld. Also da hat es natürlich, auch, das bringt natürlich ordentlich Energie, ne? Das muss man natürlich ganz klar sagen. So, hergestellt 89. Hier ist die Besonderheit, da gibt es keine Aufrisskante. Ist natürlich ein bisschen unbequemer, es hält aber deutlich länger, weil es eben wirklich fest verschweißt bzw. vakuumiert ist auch ist. Und da, das war auch so ein bisschen der Punkt, warum die Gerichte das letzte Mal auch alle noch essbar waren. So, machen wir das Ganze mal auf. Jetzt bin ich gespannt, jetzt haben wir da doch nochmal 5 Jahre mehr Alter sozusagen, als bei den letzten zwei Paketen. So, ja, musste aufschneiden, gut, ein Soldat hat natürlich ein Messer einstecken, also von daher... Jetzt hängt es jetzt wieder nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also aussehen tut es auf alle Fälle noch sehr gut. Da gibt es nichts. Kochlich. Naja, also man riecht, das ist... Man riecht auch Schmalzfleisch schon noch, aber es riecht auch ein bisschen alt. Also jetzt nicht schlecht, aber so ein bisschen staubig irgendwie. Komisch staubig. Ich nehme jetzt mal, auch wenn das unpassend ist, einen Löffel zum rausnehmen. Jetzt mal einen neuen genommen. So sieht's aus. Ja, also man sieht schon, Schmalzfleisch ist halt ziemlich fettlastig. Ist auch ein bisschen Gelee dabei. Ich probiere das mal vorsichtig. Das ist aber ruchlich, naja. Also schlecht riecht es jetzt nicht, aber es riecht schon ein bisschen ja, abgestanden halt. Das sieht man gerade, oder? Naja. Essbar auf alle Fälle noch. Schmeckt jetzt nicht bitter oder sauer oder irgendwas. Aber ja, schmeckt irgendwie alt. Man merkt's. Ne? Es kann natürlich auch einfach sein, wie gesagt, ich bin auch kein Schmalzfleisch-Fan. Es ist auch ganz schön fettig hier. Aber wie gesagt, zum Anbraten oder wer natürlich eine harte Tour noch vor sich hat, ist es optimal. So, jetzt gucken wir mal die Bierwurst an. Die interessiert mich ehrlich gesagt mehr. Die hatten wir nämlich das letzte Mal noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in den zwei Paketen war auch der gleiche Inhalt, was die Dinger betraf drin. Käse und Schmelzkäse und Schmalzfleisch. Ich könnte auch gerne mal reinschreiben, ob das normal war, dass Schmalzfleisch immer drin war. Wahrscheinlich also ein Bierträger. So, Bierwurst, so sieht sie aus. Ob die so aussehen muss, keine Ahnung. Interessant finde ich, hier hat sich schon der Deckel reingeprägt, sozusagen auch in die Wurst. Geruchlich. Oh, die riecht deutlich besser wie die. Probieren wir mal. Machen wir ein Stückchen raus. Oh ja, also wenn ich jetzt mal von innen hier so gucke, wir können ja auch mal das Ganze rumdrehen hier. Schlecht sieht die nicht aus, muss ich mal ehrlich sagen. Probieren wir sie mal. Hm, die schmeckt noch gut. Ey, die kann man auf alle Fälle noch essen. Hm, die schmeckt sogar sehr lecker noch. Okay. Also vielleicht ist es auch wirklich einfach die Würzung oder dass ich das Schmalzfleisch nicht so mag, dass mir das jetzt ein bisschen Nachgeschmack hatte. Also top. Also würde ich sofort essen. Ich denke auch das werde ich aufessen, werde ich definitiv nichts wegschmeißen. Wäre schade drum. Einwandfrei. So, jetzt legen wir mal die Frühstücksgeschichten, sage ich mal, weg. Ja, Kaffee kenne ich im Endeffekt schon. Genauso wie den Tee, den probiere ich jetzt nicht nochmal. Den könnt ihr euch in den anderen beiden Videos anschauen. Kaffee war ziemlich in Ordnung, muss ich sagen. Vergleich zu sonst so, die grüne Kaffee. Tee war echt extrem. Aber da weiß ich noch, die eine aus dem Einpaket war das irgendwie wahrscheinlich als Feuchtigkeit gezogen. Ganz komisch und im anderen schmeckt es wieder sehr lecker. Also kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an. Ob es über die Jahre Feuchtigkeit irgendwo gezogen hat, was dann vielleicht mal wieder getrocknet ist. Vermute ich zumindest mal, weil das wäre die einzig logische Erklärung. Kaffeeweißer brauchen wir nicht, Zucker brauchen wir jetzt auch nicht probieren. Den kann man noch genießen, den habe ich letztens dann mal außerhalb der Kamera probiert. Streichhölzer können wir ja mal aus Jux probieren, ob sie noch zünden. Also Salz brauchen wir auch nicht. Das überlege ich gerade. Ja. Kleines Ding als Unterlage, dass wir nichts anzünden. So. Zack. So, Streichholzbrief. Ha, sehr cool, ein Igel drauf. Bundeswehr mit Sicherheit. Aha. Zack. So, jetzt haben wir hier drin sogar Holz. Wir haben heutzutage oftmals hier diese Pappe mit gelbem Zündkopf. Lila, so dunkellila ist Holz. Okay, interessant.
Machen wir mal eins ab hier. Zack. So, hinten noch was drauf. Nö. Hier unten steht nochmal 20 Zünder. So, hier hat es irgendwie Feuchtigkeit gezogen. Da sieht man das. So, probieren wir mal, ob die noch gehen. Ah, ein bisschen dauert's, aber brennen noch. Oh, riecht noch herrlich nach diesem Schwefel hier. Wie früher, wenn wir bei der Oma oder so waren. Die hat immer gern Kerzen angemacht mit dem Streichholz. Ja, also funktioniert noch. Einwandfrei. Hebe ich mir auf, benutze ich noch. So, ja, legen wir das mal beiseite, damit wir nichts anzünden. So, herrlich dieser Geruch. Kommt gleich Weihnachtsgefühl ein bisschen auf. So, probieren wir mal die Getränke. Ja, so, ich muss mal gucken, wie viel Raum müssen wir hier reinmachen. 52 Milliliter, das passt ja. Machen wir mal zwei Gläser, probieren wir das Ganze mal. Ich glaube, die waren das letzte Mal auch ziemlich gut. Hier haben wir sie sogar morgen gut, Krüger. Die machen ja heute eher so Cappuccino und sowas, ne? Wusste ich gar nicht, dass die auch solche Instant-Getränke haben. Gut, vielleicht haben sie es damals produziert, heute nicht mehr. So, Grapefruit. Zack. Und hier, ach, jetzt habe ich wieder erst Pulver und dann, ich bin dämlich. Ja, Leute, seht, bei mir ist alles leid. So, jetzt holen wir mal zwei Gläser. Füllen wir es mal auf. So rum. Ja, ich bin heute auch ein bisschen irgendwie durch den Wind hier. So, nee, halt. Schluck. So, dann tun wir das mal rein. Das war das Grapefruit hier. Jetzt haben wir hier noch Orange. Steht übrigens kein Herstellungsdatum drauf. Nö. Wird natürlich eh zur gleichen Zeit sein. Okay. So, große Löffel zum Ummulden. Fangen wir mit dem Grapefruit an. Das ist gerade komisch. Ja, nee. Boah, also das riecht sehr, sehr unangenehm. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal war das eigentlich noch sehr gut. Ach, das stinkt richtig sauer. Also, ich probiere jetzt wirklich ein ganz schlechtes, das riecht wirklich schlecht. Also, ich probiere jetzt mal ein ganz kleines Stückchen nur. Naja. Nee, schmeckt irgendwie ranzig abgestanden. Nee. Schmeckt eher wie alte Zitrone. Nee, wie Grapefruit. Nee, also das trinke ich definitiv nicht aus. Das fliegt weg. Ich denke mal, man würde sich wahrscheinlich jetzt hier nichts wegholen, aber man muss es nie ausprobieren. Also, das... Nee, lasst mal. So, jetzt haben wir hier die Orange. So, geruchlich. Ja, riecht auch alt. Riecht wie diese typischen Brausebonbons von früher mit Orange. Ja, eher Mandarine, würde ich sagen. Aber riecht, hat auch so einen alten, staubigen Beigeruch. Probieren wir. Schmeckt aber deutlich angenehmer wie das andere. Hat auch eine komische Beinote. Ja, es ist halt über 30 Jahre alt, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber das würde ich sogar noch austrinken. Aber das andere war es. Nee, das schütte ich weg. So, jetzt haben wir ja eigentlich bloß noch die Hauptgerichte. Jetzt bin ich wieder sehr gespannt. Da hatte ich ja durchwachsenes Ergebnis die letzten Male, weil einfach, ja, das eigentlich schon doch ein bisschen schlecht war. Aber man darf eins nicht vergessen: über 30 Jahre alt. Und das ist eigentlich, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, mit den heutigen Ebers kann man das definitiv nicht mehr machen. Ja, so, fangen wir mit dem Bauerntopf an. Ja, was stelle ich mir noch einen Bauerntopf vor? Wahrscheinlich Kartoffeln, ein bisschen Fleisch, vielleicht noch Karotten oder irgendwas drin, Erbsen, so in der Form. Also, das ist, ja. So, kommt auf alle Fälle ein Erbsgeruch schon hoch. Also Erbsen oder Bohnen sind auf alle Fälle drin. So sieht's aus. Okay, das ist eine Geschichte, die kalt wahrscheinlich nicht schmecken wird, wenn ich das sehe. Müssen wir auf alle Fälle warm machen. Kochlich, ja, riecht eigentlich relativ angenehm, muss ich sagen. Ich würde es mal in ganz kleine Ecke hier probieren. Naja, nee, das muss ich warm machen. Das kann man kalt nicht essen. Das ist einfach, das muss schmelzen.
So, dann haben wir hier Schweinefleisch mit grünen Bohnen und Kartoffeln. Ja gut, was stelle ich mir nur noch vor, das was halt draufsteht, ne? So, okay, es kann schon sein, dass mich jetzt hier irgendwelche grünen Pilze erwarten. Das weiß keiner. Zack. So. Okay. So schlecht sieht es nicht aus. Und gut, hier haben wir so kleine weiße Ablagerungen oben. Das wird auch kein Schimmel sein. Es könnte einfach auch nur Fettüberreste sein. Geruchlich riecht es auf alle Fälle noch gesund, sage ich mal. Aber auch das machen wir mal warm. Ja, Leute, also der Bohneneintopf oder was es sein soll hier, der hat sich ganz schön gewehrt. Also meine Mikrowelle sieht aus wie Sau, trotz Abdeckung. Riecht auch jetzt richtig lecker nach Bohneneintopf. Also geruchlich auf alle Fälle noch gut. Probieren wir, ja, wir haben hier Bohnen, Möhren. Kasslerfleisch wahrscheinlich sein, Kartoffeln. Ja, probieren wir mal. Dann machen wir mal alles zusammen hier. So sieht's aus. Geruchlich, wie gesagt, noch durchaus sehr lecker. Kann man schon mal essen. Also man merkt schon im Nachgang, dass es ein bisschen alt ist. Eine leichte Bitterkeit kommt auch durch. Ja, also ich sag mal, zur Not könnte man es noch essen. Ich werde es wahrscheinlich nicht aufessen, weil ich meinen Magen hier nicht verderben will. Aber es ist definitiv, es ist zur Not auf alle Fälle noch essbar. Also das ist, es schmeckt noch, aber man merkt dann im Nachgang, ein bisschen Bitterkeit kommt durch. Also ja, man sollte vorsichtig sein, aber essen könnte man es noch. So, jetzt haben wir hier die andere Geschichte. Das scheint aber auch wie eine Art Kartoffelbrei zu sein, weil es ist nicht flüssig geworden. Immer kleine Fleischstückchen, Erbsen. Ja, geruchlich hier. Ja, riecht nach Erbsen, ja. Aber auch hier kommt so ein bisschen, ja, altersstaubischer Geruch mit auch durch. Probieren wir. Na, nee. Also das ist, es schmeckt nicht extrem schlecht, aber man merkt, hier kommt die Bitterkeit mit durch. Also das ist, würde ich jetzt auch nicht aufessen wollen. Probieren wir nochmal eine andere Ecke. Nee. Nee, also das ist schlecht hier. Das ist bitter. Nee, lass mal. Ja, kommen wir eigentlich schon zum Fazit, weil mehr haben wir nicht drin. Die anderen Sachen kenne ich schon. Ich bin wie über sehr positiv überrascht, dass im Endeffekt die Sachen noch zum Großteil essbar sind. Ja, wirklich genießbar. Es sind nicht mehr alle Sachen, es sind kein Hochgenuss mehr. Aber zur Not, zur Versorgung oder wenn wir jetzt wirklich einen großen Notfall haben, könnte man es definitiv noch verzehren, ohne sich jetzt hier was wegzuholen. Das finde ich immer wieder faszinierend, weil wie gesagt, wenn man sich überlegt, das ist über 30 Jahre hier in diesen Dosen drin gewesen. Wahnsinn. Preislich, ja, kann man hier nicht mit einbeziehen, aus dem einfachen Hintergrund, weil es ist ja nun mal nicht mal regulär auf dem Markt dafür gedacht, es zu verkaufen. Aber selbst wenn ich das hier einziehen würde, ich habe hier, glaube ich, 4 Euro oder so viel bezahlt, also war wirklich ein Schnäpperle, was ich hier bei eBay dafür gemacht habe, kann man sich definitiv nie beschweren. Ja, Note, ich würde jetzt mal sagen, eigentlich müsste ich hier auch wieder eine 1 geben, wie bei den anderen beiden, weil es vom Endeffekt genauso noch genießbar ist. Naja, sagen wir mal eine 1 minus hier, weil die Getränke waren hier nicht mehr so der, waren hier nicht so der Brüller. Ja, dann schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Abo da, um mich weiter zu unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.